Liebe Kinder, liebe Erwachsene, hiermit erreicht euch unser Videogruß anstatt des Familiengottesdienstes am 3. Advent. Wir lernen, wie man Leuten etwas Gutes tun kann. Wir backen Pfefferkuchen. Dazu braucht man Mehl, Zucker, Eier, dann Pfefferkuchengewürz und ein bisschen Kakao. Und wenn man das gut zusammen mischt, entsteht ein leckerer Pfefferkuchenteig. Den lässt man am liebsten über die Nacht im Kühlschrank stehen, damit man am nächsten Tag gut damit arbeiten kann, mit ein bisschen Mehl. Kann man dann Formen ausstechen. Man kann Weihnachtsmotive nehmen, einen Stern, einen Weihnachtsbaum oder eine Kirche. Oder wenn man das lustiger mag, ein Dinosaurier oder ein Drachen. So. Und jetzt bin ich, liebe Zuschauer, selber ein bisschen unsicher, wie das weitergehen soll. Genau. Ich habe ja gelesen, wie man Leuten Gutes tun kann in der Bibel. Hier steht Salz und Licht. Na ja, gut, wenn das in der Bibel steht. So, dann nehmen wir Salz und Licht. Ich habe hier schon vorausgestochen, so schön Weihnachtsstern. Jetzt werden wir das salzen. Das hält nicht so richtig. Ne? Und jetzt halten wir dann über das Feuer. Jetzt ist die Frage, wie lange, ne? Was würdet ihr sagen? Also ich sehe keine Veränderung, nur dass das Salz runterfällt. Naja, ich gucke nochmal in die Bibel. Natürlich, das passiert ganz oft, wenn man die Bibel einfach nur so kurz liest und nicht ordentlich und sich nicht Gedanken macht. Also ihr seid das Salz der Erde, also nichts mit Pfefferkuchen. Naja, klar, wir wollen nicht lasch sein. Wir sollen nicht lasch sein. Habt ihr schon mal vergessen, Nudeln beim Kochen zu salzen? Das kann man fast nicht essen. Aber wenn man Nudeln genau richtig salzt, ist das lecker. Wie Salz das Essen verändern und verbessern kann, so könnt ihr Dinge verändern. Also seid nicht lasch. Und das Licht? Ihr seid das Licht der Welt. Ja, schon wieder wir. Naja, wir freuen uns jetzt auf Weihnachten, da wir da feiern, dass Jesus, das Licht der Welt, geboren wurde. Und diese Botschaft soll in die Welt strahlen. Durch uns. Also schön raus. Ihr könnt auch Pfefferkuchen backen und jemandem geben. Aber nicht vergessen, das Licht der Welt zu sein. Tschüss.